Wir kommen wieder mal zur Seiser Alm Anfang Juli. Durch die herrlichen Almwiesen mit ihrer kurzzeitigen Blumenpracht steigen wir über die Rosszahnscharte zur Tierser Alpel. Rechts hier die Rosszähne, die Scharte und im Hintergrund der Monte Pelmo. Nach kurzer Einkehr gehen wir den Maximilian-Klettersteig an. Hier die Einstiegsroute zum großen Rosszahn. Und der ganze Routenverlauf bis zur Roterdspitze. Vor dem Einstieg begrüßen uns Murmeltiere und Schafe. Teilweise haben wir es noch mit Schneefeldern zu tun. Trotz Hüttennähe ist der relativ kurze Steig durchaus anspruchsvoll und ist nach dem Erbauer des Steiges Max Eichner benannt, der auch das Schutzhaus Tierser Alpel baute. Ich hatte das Glück und konnte mit ihm über die Entstehung des Steiges sprechen. Und dann habe ich 67 habe ich ja den Steig auf den großen Rosszahn gemacht, nur auf die Spitze, nicht? Ja, und dann haben die immer oben gejodelt, der Kante, nicht? Und dann hat man gesehen, sind sie oben, dann mussten sie ja doch wieder runter. Ja. Und da haben die das wäre halt interessant, wenn es weitergehen würde. Ja. Und dann habe ich 69 habe ich dann die Verlängerung bis zur Roterdspitze gemacht. Alles von zur Hand. Alles von, die Löcher habe ich alle mit Hammer und Meißel durchgeschlagen. Und das Seil, du musst ja auch mitschleppen. Alles alleine, alles alleine. Soweit Alpenpionier Max Eichner. Und weiter zum großen Rosszahn. Gegenüber des Steiges in südlicher Richtung ist die Molignon-Gruppe, der Kesselkogel und rechts hinten die Rosengartenspitze. Wir sind nun auf dem großen Rosszahn auf 2356 Meter. Teilweise ist man auf dem Grat, der Trittsicherheit und absolute Schwindelfreiheit voraussetzt. Links unten der Gratverlauf zur Roterdspitze und rechts der Schlernboden mit Petz und Sandnerspitze. Abstieg nun vom großen Rosszahn zum Gratverlauf. Thank you.
Vor uns der große Rosszahn und ein Teil des Grades. Rechts unten die Tierser Alpen. Wir sind nun am Anstieg des Maximilian-Klettersteiges zur Roterdspitze, dem Endpunkt. Hier die Rudenskizze. Die Roterdspitze weist natürlich auch nach allen Richtungen tolle Bergpanoramen auf. Hier in Richtung Süden, in nördlicher Richtung die Zillertaler Alpen. In Richtung Westen. Und zu guter Letzt in östlicher Richtung. Im Vordergrund der große Rosszahn mit dem Maximilian-Klettersteig, in der Mitte unten die Tierser Alpen. Zum Wohl auf den Maximilian und einen schönen Abend auf der Tierser Alp mit Impressionen beenden die Tour.